2-1, willkommen zurück bei Mortal Kombat. Ich hatte jetzt ein paar Tage Pause gemacht, nehme mittlerweile mit einem anderen Aufnahmeprogramm auf, weil das Alte hatte ein paar Probleme mit meiner Grafikkarte gemacht. Ich hoffe, das geht jetzt, weil ich glaube, das Video oder den Einspieler hatten wir das letzte Mal schon gesehen. Denke ich auch. Ich lasse ihn aber lieber laufen. Was? Ah, Johnny. Das war alles eine Übungsstunde. Mist. Ich hätte es wissen müssen. Du und deine Freunde zeigen Potenzial, Cassandra Cage. Aber bis ihr nicht als Einheit funktioniert, werdet ihr scheitern. Krasse Augen. Hey. Aber sonst habt ihr euren Besuch genossen? Die haben uns zerlegt. Dich vielleicht. Ich sehe auch eine Menge gefrorener Fußabdrücke auf deinem Marsch. Komm schon. Ihr seid alle Sieger in meinen Augen. Oh, es klingelt. Neue Befehle von General Blade. Priorität 1. Außenweltler. Hier im Erdenreich. Eine Invasion? Kann nicht sein. Haben Sie etwa Angst, Mr. Cage? Außenweltler? Kein Problem. Na, mal schauen. Ah, Kenji. Das ist ja ganz schön Betrieb. Wann sind Sie aufgetaucht? Das Portal hat sich vor ein paar Stunden im Hafen geöffnet. Ja. Insgesamt gut 5000. Das Video haben wir, glaube ich, das letzte Mal schon gesehen. Muss übel sein, wenn Sie riskieren, hierher zu kommen. Bin mir ziemlich sicher. Spult einfach weiter oder macht das nächste Video. Nimm dir den Kampf mit den Lin Kuei nicht. Falls ihr das schon gesehen habt. Ist nicht gerade leicht. Gedanken reden. Mit anderen Leuten. Nicht nur Selbstgespräche. Könnten du und Cage sich uns anschließen? Sergeant Cage, Sie und Ihr Team bleiben hier. Das ist Li Mei. Sie erbittet Asyl für ihr Volk im Erdenreich. Unser Dorf, Sandor, stand im Mittelpunkt einer gewaltigen Schlacht. Wir sind nur knapp lebend entkommen. Das ist Krieg. Ich meine, nichts für ungut, aber ihr Außenweltler lebt doch dafür, oder? Ja, kommt drüber hinweg. Die Rebellen, Melina, sie haben eine Waffe, wie sie ganze Bataillone ausradiert. Es war unehrenhaft. Kein Combat. Erzähl mir mehr über die Waffe. Ein Talisman. Gold. Ein Juwel in der Mitte. Melina nutzt seine blutrote Energie ohne Präzision. Aber ist das nicht gut? Nicht jetzt, Sergeant Cage. Es reicht schon, dass sie es besitzt. Einfach zuhören. Es verschiebt das Gleichgewicht. Der Imperator verzweifelt langsam. Und wer zwischen die Fronten gerät, bezahlt den Preis. Wenn dieser Talisman das ist, was ich vermute, bezahlen wir alle einen Preis. Reden wir über Shinnoks Amulett? Unmöglich. Die Basis, das Lager, die Wächter. Klingt fast so. S.E. Shaolin, niemals kommt da jemand vorbei. Ich muss es wissen. Ich muss es wissen. Folgt mir. Tja, tolle Lage. Guck nicht so. Du erinnerst mich an einen Erdenreichler, der mit uns kam. Er fand auch an allem etwas Lustiges. Attraktiver Kerl, hä? Er war ein Erdenreichler. Eines seiner Augen glühte rot. Oh. Naja, das wohl ist... Kenji, geh mit Li Mei. Ich gehe ins Flüchtlingslager. Ich muss ihn finden, bevor er abhauen kann. Ich komme mit. Du fragst Colonel Fleck nach dem Stand der Lagersicherheit. Wozu? Weil du dann nicht hier bist. Sind wir dabei? Nein. Ich muss Kotal Kahn fragen, ob Li Meis Bericht wahr ist. Sie und ihr Team gehen in die Außenwelt. Ne, denn? Gehen wir mal auf den Markt. Ich weiß nicht.
Hatte erwartet, dass der Himmel lila wäre oder so. Glaub nicht alles, was im Internet steht. Und was macht dich zum Experten? Die Shaolin-Archive. Ich habe viel über die Außenwelt gelesen. Kein Ersatz für Erfahrung. Wieso führst du uns dann an? Leute, bleiben wir bei der Sache. Ja, bitte. Guck nicht so. Li Mei muss einfach die Wahrheit sagen. Eine Invasion würde die Verträge von Reiko verletzen. Traue nie einem Außenweltler. Aber wenn wir Verbündete sind, warum haben sie uns nicht gegen das Unterreich unterstützt? Gegen Quan Chi und seine Gruppe von... Wiedergängern? Wie Jackie's Dad? Arschloch. Pass bloß auf. Das ist keine Allianz. Ein Nicht-Angriffspakt. Wir sind nicht verbündet. Was du etwas subtiler ausdrücken solltest, in Anbetracht der Umgebung. Jetzt erklärt eure Absichten. Einschließlich dem Grund, euch nicht zu töten. Ich sehe, du bist nicht von hier. Ach, ich bin vom Erdenreich, wie du. Mein Auftraggeber, Kotal Kahn, ist aus der Außenwelt. Daher bin ich das jetzt auch. Nennt eure Absichten. Wir sind Abgesandte. Wir müssen mit Kotal Kahn sprechen. Hier, wir haben Raidens offizielles Siegel. Ich kann sowas schnell bei dem Stand da drüben kaufen. Hör zu. Du kannst uns einsperren, sogar töten. Aber wenn wir die Wahrheit sagen, kriegst du eine Gehaltskürzung. Oder Schlimmeres. Du bringst uns zum Khan, ich sag ihm, du hast uns erledigt. Vielleicht kriegst du einen Bonus. Win-win. Folgt. Na gut. In diesen Zeiten des Krieges sind wir gezwungen, alles Mögliche als Waffe zur Erreichung der Ziele unseres Imperators zu betrachten. Etwas ohne sein Wissen zu nehmen, ist wie Diebstahl aus Kotal Kahns Händen selbst. Daher, da du des Diebstahls überführt wurdest, wirst du verurteilt zum Tode. Ich hatte Hunger. Die Vollstreckung des Urteils erfolgt umgehend. Tod? Für einen Diebstahl? Bedenke, wo du bist. Oh, bestimmt ein großer Apfel oder ein großes Buch, Brot. Jin? Ey. Oh, und Kopf ab. Nein. Jin! Ey. Boing, boing, boing. Zick, zack, zuck. Verschwindet! Los! So. Ich hätte nicht auf dich hören muss ich vermöbeln. Eine Lektion in Vertrauen von einem Söldner. Und gleich noch eine Lektion. Ach ja. Komm. Komm. Na. Oh. Quatsch. Okay. Na komm los. Quatsch. Dreimal unten, einmal oben. Hey. Komm. Au. So, mein X-Ray ist voll. Scheiße. Schöner X-Ray. Ah, okay. Leichter Gegner. Hau mal schnell um. Patsch. Patsch, patsch, patsch. Patsch. Und. Gewonnen. Ich lerne schnell. Ich würde sagen, ich mach mal schnell Pause. Gucken, wenn der Kampf anfängt. Oh. Uchika? Oh Gott. Hätte sie sich nicht wie jedes Mädchen ein Pony wünschen können. Die Archive erwähnten keine Symbionten. Nächster Punkt!
So, dann kommt los. Ah, scheiße. Na komm los. Oh. Scheiße. Ah, nee. Ah, sorry. Sind die hier, um Ärger zu machen? Ja, auf jeden Fall. Ärger macht dich. So, jetzt unterbrechen wir aber mal schnell, beziehungsweise verabschieden uns in die nächste Folge. Also tschüss und ciao, bis dann.